Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessischen Ministers der Finanzen betreffend 4 gewinnt bundesweit beispielgebende Kommunalfinanzierung in Hessen. Redezeit vereinbart für die Fraktion 20 Minuten, Orientierung für die Regierung. Die Reihenfolge der Redner nachher ist SPD, Grüne, Linke, FDP, CDU und Kollegin Öztürk. Herr Finanzminister, Sie haben das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 4 gewinnt, das Spiel kennt vermutlich hier im Saal jeder. Es hat viel mit Logik, Strategie und ein klein wenig mit Taktik zu tun. Das alles sind auch Elemente, die man benötigt, um die Konsolidierung der Kommunalfinanzen in einer nachhaltigen Weise zu organisieren. Und am Ende gewinnt derjenige das Spiel, der die 4 Elemente exakt hintereinander angeordnet bekommt. Der kommunale Schutzschirm, die Investitionsprogramme 1 und 2, die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und nun die Hessenkasse sind genau die 4 Elemente, die wir hintereinander, aufeinander aufbauend und sich wechselseitig ergänzend konstruiert haben, zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte bei der Konsolidierung der Kommunalfinanzen in unserem Land. Lassen Sie uns zurück auf das Jahr 2010 blicken. Damals lag der Finanzierungssaldo aller hessischen Kommunen bei minus 2,2 Milliarden Euro. Und lediglich 10% der Kommunen konnten einen ausgeglichenen Haushalt erzielen. Aus heutiger Sicht wirken diese Zahlen wie aus einer anderen Zeit. Aber sie dokumentieren die tiefen Einschnitte, die die große Wirtschaftskrise 2008 und die Folgejahre hinterlassen haben. Sie werden sich erinnern, dass, als ich die Ehre hatte, die Verantwortung für den Landeshaushalt zu übernehmen, wir mit 3,5 Milliarden Euro Netto-Neuverschuldung hier im Hause planen mussten. Glücklicherweise kamen wir zum Jahresende dann mit nur 2,5 Milliarden Euro aus, ungefähr der gleiche Betrag, wie das kommunale Defizit in diesem Jahr betrug. Heute sehen die Zahlen glücklicherweise ganz anders aus. Im Jahr 2016 konnten die hessischen Kommunen einen positiven Finanzierungssaldo von über 300 Millionen Euro aufweisen. Und knapp 80% der Kommunen konnten einen ausgeglichenen Haushalt erzielen. Für 2017, also dieses Jahr, konnten 94% aller Kommunen bereits einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Und für das Jahr 2018 bin ich sehr optimistisch, dass diese Zahl sogar noch steigen wird. Ich bin keineswegs so vermessen, meine Damen und Herren. Ich bin keineswegs so vermessen, meine Damen und Herren, zu behaupten, dass diese Verbesserung nun ausschließlich das Ergebnis unserer Konsolidierungspolitik ist. Natürlich haben die außergewöhnlich glücklichen äußeren Umstände einer seit Beendigung der Krise nahezu durchgehend positiven konjunkturellen Entwicklung dazu einen erheblichen Beitrag geleistet. Und darüber hinaus haben die eigenen Anstrengungen der Kommunen, die teilweise bis an die Schmerzgrenze und gelegentlich sogar ein wenig darüber hinausgehen, ebenfalls einen ganz erheblichen Anteil. Aber ohne die Elemente von 4 gewinnt, wäre diese Entwicklung in unserem Land so nicht denkbar gewesen. Und lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit noch Folgendes hinzufügen. Wer glaubt, in einer politischen Debatte um die Verteilung von Finanzmitteln sowohl zwischen den staatlichen Ebenen als auch zwischen den einzelnen Gliedern der gleichen staatlichen Ebene auch nur den Hauch einer Chance zu haben, ein anhaltendes Zufriedenheitsgefühl unter allen Beteiligten zu erzeugen, der suche sich am besten von vornherein ein anderes Betätigungsfeld. Man braucht im Übrigen nicht allzu viel Fantasie, um anzunehmen, dass die nun nach meiner Rede folgende Debatte dafür auch schon ein relativ beredtes Beispiel geben wird. Aber die Grundvoraussetzung für eine auf Zukunftsentwicklungschancen gerichtete Situation ist nicht nur eine ausreichende finanzielle Ausstattung der kommunalen Ebene insgesamt, sondern auch die jeweils individuelle Finanzkraft jeder einzelnen Kommune. Deshalb steht und fällt in einer Zeit, in der der Abstand der Kommunen innerhalb und untereinander in der jeweiligen Steuerkraft immer größer wird, genau diese Zukunftsperspektive eben nur mit einem funktionierenden, zukunftsfesten Finanzausgleich. Dazu aber gleich mehr.
Daneben bedarf es aber einer Situation, in der wir nach der großen Krise versuchen, allen Kommunen die nahezu gleichen Startchancen dadurch zu geben, dass wir sie von Altlasten durch den kommunalen Schutzschirm bereits in Teilen befreit haben und mit der Hessenkasse noch befreien werden. Seit der Umstellung des KFA im Jahr 2016 auf ein bedarfsorientiertes System sind nunmehr 2 Jahre vergangen. Das Gesamtvolumen ist spürbar gestiegen von rund 4,4 Milliarden € auf 5 Milliarden € im Jahr 2018. Und wir werden 2019 die 5-Milliarden-Schwelle überschreiten. Die mittelfristige Finanzplanung für Jahre 2017 bis 2021 sieht eine weitere Steigerung von 1,2 Milliarden € vor, was etwa 26% entspricht. Durch den neuen KFA wurden durch die Verteilung unter den Gemeinden ebenfalls neu ausgestaltet. Sei es bei der Frage, welches Volumen auf die Landkreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden entfällt, oder bei der Frage, wie viele Mittel in den jeweiligen Quoten jede einzelne Kommune erhält. Nach 2 Jahren ist es sicherlich noch ein bisschen früh für ein belastbares Fazit. Gleichwohl zeichnen sich aber Tendenzen ab. Grob lassen Sie sich wie folgt zusammenfassen. Die steuerschwachen Kommunen erhalten mehr, die steuerstarken Kommunen weniger. Oder anders ausgedrückt, der Ausgleich ist intensiver, er ist gerechter geworden. Die besonders steuerstarken Kommunen zahlen zudem eine angemessene Solidaritätsumlage an die Schwächeren und tragen dazu bei, die Herausforderungen in allen Teilen unseres Landes solidarisch zu bewältigen. Keinesfalls werden die zur Solidaritätsumlage herangeführten Kommunen dabei relativ schlechter gestellt. Die Umlage führt bei den betroffenen Kommunen eben nicht zu einem rapiden Rückgang von Auflagen oder Standards. In der Folge werden sie auch weiterhin steuerstärker sein als die anderen. Und erfolgreiches Wirtschaften, insbesondere durch die Ansiedlung erfolgreicher Unternehmen, lohnt sich auch weiterhin und muss sich auch in Zukunft lohnen, meine Damen und Herren. Es ist aber nicht nur der optimierte Ausgleich zwischen ärmeren und reicheren Kommunen. Es zeigt sich, dass besonders auch der ländliche Raum von dem neuen Finanzausgleich profitiert. Die Schlüsselzuweisungen an Städte und Gemeinden im ländlichen Raum sind deutlich angestiegen. Das verbessert die kommunale Finanzausstattung in Regionen, die mitunter deutlich weniger Gewerbesteuer einnehmen und nicht selten mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert sind. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass die Teilschlüsselmassen der Gemeinden und der Landkreise von 2016, dem Beginn des neuen Systems, bis 2019 um insgesamt fast 500 Millionen € steigen werden, wohingegen die Teilschlüsselmasse für die kreisfreien Städte, wo die Gewerbesteuer deutlich stärker steigt als woanders, gleich bleiben wird. Das zeigt, dass die Umverteilung, wie sie notwendig ist, um Bedarfe zu decken, funktioniert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben vor, nach 5 Jahren werden wir die Verteilungswirkungen evaluieren. Das hat die Landesregierung den Kommunalen Spitzenverbänden zugesagt, und daran halten wir uns. Wir werden die KFA-Jahre 2016 bis 2020 einschließen und dazu nutzen, die gewonnenen Erkenntnisse zu einer Überarbeitung anzugehen. Was nun die KFA-Anzahlungen im Jahr 2018 angeht, also im kommenden Jahr, so haben viele Fachleute schon gemerkt, dass wir von veralteten Einwohnerzahlen ausgehen müssen, da das Statistische Bundesamt die aktuellen Einwohnerzahlen zum Jahresende 2016 noch nicht geliefert hat. Frei nach dem Motto, in dubio pro Kommune halten diejenigen, die durch die neuen Zahlen, mit denen wir im Laufe des kommenden Jahres rechnen, besser gestellt werden und Anspruch auf höhere Anteile aus dem KFA hätten, eine glattstellende Ausgleichszahlung. Diejenigen, die dann etwas zurückzahlen müssten, dürfen das Geld behalten, weil wir Planungssicherheit an der Stelle erreichen müssen. Das kann sich am Ende, wir wissen es noch nicht, wie viel es ist, aber das kann bis zu einem Volumen von 70 Millionen Euro gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das nenne ich das Land als verlässlicher Partner an der Seite der Kommunen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich komme nun zum zweiten Steinchen des 4-Gewinn-Szenarios. Sie werden es bemerkt haben, die Zahl der Baufahrzeuge auf den Straßen und den Orten hat zugenommen. Allerorts wird gebaut und saniert, und das hängt auch mit unseren Investitionsprogrammen zusammen. Angestoßen durch die Entwicklung im Jahr 2015 durch ein Investitionsprogramm des Bundes. Dieses Programm hatte ausschließlich die finanzschwachen Kommunen im Blick. Die Hessische Landesregierung hat das Bundesprogramm um ein eigenes Landesprogramm ergänzt, um allen Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, Mittel für Investitionen zu beantragen. Das Bundeskontingent von ungefähr 350 Millionen Euro wurde vom Land so weit ergänzt, dass am Ende ein Förderkontingent von über 1 Milliarde € bereitgestellt werden kann. Sowohl das Bundesprogramm als auch das Landesprogramm
wurden sehr gut angenommen und sind mittlerweile voll ausgelastet. Wir sprechen hier mittlerweile von über 3.000 gemeldeten Einzelmaßnahmen, mit denen die kommunale Infrastruktur in Kindergärten, Sportstätten, Straßen und in Krankenhäuser investiert wird. Ein enormer Schub für die Infrastruktur der hessischen Kommunen. Dabei ist es aber nicht geblieben. Das nächste Investitionsprogramm KIPP macht Schule sind die Weichen bereits gestellt. Das Bundesprogramm wurde erneut durch ein eigenes Landesprogramm mit Landesgeld von knapp 100 Millionen € ergänzt. Wir stellen dabei sicher, dass alle Schulträger und nicht nur Finanzschwache von diesem Angebot profitieren. Denn Sanierungsbedarf an Hessens Schulen gibt es unabhängig von der Frage, ob der Schulträger jeweils finanzschwach ist oder nicht. Ohne das ergänzende Landesprogramm würde fast ein Drittel der hessischen Schülerinnen und Schüler nicht von KIPP macht Schule profitieren, da die finanzstarken Kommunen im Bundesprogramm nicht antragsberechtigt sind. Wir bieten damit eine bundesweit einmalige Ergänzung des Bundesprogramms. Damit wird so ein Investitionsprogramm von 530 Millionen € bereitgestellt. Das ist eine zusätzliche halbe Milliarde, die in unsere Schulen fließt. Wir geben den Schulen dieses Geld an die Hand, um das Lernen und Lehren, das Leben und das Arbeiten an Schulen noch besser, noch weiter zu verbessern. Das ist klassisch eine Investition in die Zukunft. Gerade vor zwei Stunden hatte ich die Gelegenheit, die ersten Förderkontingente von über 90 Millionen € den Schuldezernenten der 6 Landkreise, die hier in der Region liegen, zu übergeben. Der Startschuss ist also gefallen. Meine Damen und Herren, ich hatte vorhin davon gesprochen, dass bei aller Richtigkeit und Ausgleichsintensität eines Finanzausgleichssystems die Zukunftschancen gleichwohl sehr unterschiedlich sind, dass das Ausmaß von finanziellen Altlasten ebenfalls sehr unterschiedlich verteilt ist. Deshalb haben wir mit dem Kommunalen Schutzschirm ein erstes Instrument zur Bewältigung von ausgeprägten Altschuldensituationen auferlegt. Mit einem Volumen von 3,2 Milliarden € aus dem Landeshaushalt unterstützt die Landesregierung überschuldete Kommunen bei der Ablösung von Altschulden. Dieses wiederum deutschlandweit einmalige Entschuldungsprogramm in dieser Form ist nahezu vollständig umgesetzt und hat seine Wirkung schon nach kurzer Zeit entfaltet. Von den am Schutzschirm teilnehmenden 100 Kommunen konnten ihre Haushaltsdefizite wesentlich schneller verringern. Nur wenige, nicht wenige haben bereits einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Gegenüber den ursprünglichen Konsolidierungsverträgen, in denen die Kommunen ihr Defizitabbau vorsichtig kalkuliert haben, zeichnet sich eine deutliche Ergebnisverbesserung ab. Von 2013 bis 2016 erzielten die Kommunen eine Ergebnisverbesserung gegenüber den Planungen in Höhe von 1,2 Milliarden €. 1,2 Milliarden € besser. Es verwundert daher nicht, dass diese gute Entwicklung dazu führt, dass viele Schutzschirmkommunen wesentlich schneller die Voraussetzungen erfüllen und das Schutzschirmprogramm vorzeitig verlassen möchten. Drei geprüfte ausgeglichene Haushalte in Folge sind die Voraussetzung. Das haben denn seit dem Programmstart drei Kommunen geschafft in der kürzestmöglichen Zeit. Die Entlassung aus dem Schutzschirm ist bereits vollzogen. Das war aber nur der Anfang, meine Damen und Herren. Die nächsten drei Kommunen stehen zur Entlassung voraussichtlich noch in diesem Jahr an. Auch diese Kommunen haben noch sehr viel schneller den Haushaltsausgleich wiedererlangt. Damit übertreffen sie nicht nur ihre eigenen, sondern auch unsere Erwartungen. Die Frequenz der Entlassung aus dem Schutzschirm wird damit bald deutlich ansteigen. Das wird klar, wenn man sich vor Augen hält, dass 2016 bereits ungefähr 80% der Schutzschirmkommunen einen Haushaltsausgleich erreicht haben. Viele von ihnen im zweiten Jahr in Folge. Und zum Vergleich, in den Planungen hatten wir, dass nur 44% den Ausgleich erreicht haben sollten. 44% geplant, 80% erreicht. Das ist fast eine Verdoppelung der ursprünglichen Planung. Diese Erfolge fallen aber niemandem aus dem Himmel direkt vor die Füße. Dafür wurde und wird sehr viel getan. Die Hauptarbeit liegt ohne Zweifel bei den Kommunen selbst, die zielstrebig daran arbeiten, ihre Haushaltssituation nachhaltig zu verbessern. Dafür gebührt jedem, der diese Ziele verfolgt und daran mitwirkt, größter Respekt. Jeder einzelne Fall ist ein Erfolgsfall, und viele weitere werden folgen. Wir als Land begleiten diesen Prozess nach Kräften. Wir sind nicht nur verlässlicher Partner, sondern vor allem auch verlässlicher Ansprechpartner der Kommunen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Kurzschutzschirm hat vieles bewirkt, aber er bedarf eines vierten Elementes. Die zunehmend ausgeglichenen kommunalen Haushalte, nicht nur bei den Schutzschirmkommunen, sind eine herausragende Entwicklung.
Dennoch dürfen diese guten Ergebnisse nicht über eine ganz wesentliche bestehende Herausforderung hinwegtäuschen. Bei nicht wenigen Kommunen hat sich über die Jahre hinweg ein beachtlicher Schuldenberg aus Kassenkrediten angehäuft. Bei allen deutschen Kommunen landet Hessen mit durchschnittlich 1.059 € Kassenkrediten pro Kopf im hinteren Drittel bundesweit. Meine Damen und Herren. Schaut man sich aber die landesweite Verteilung dieser Kassenkredite an, kommt man zu sehr interessanten Erkenntnissen. Die Kassenkreditverbindlichkeiten verteilen sich nämlich nicht gleichmäßig und nach einheitlichen Kriterien. Wir haben z. B. einige seit vielen Jahren abundante Kommunen, die es gleichzeitig geschafft haben, Kassenkreditbestände aufzubauen, während wir vor allem im ländlichen Raum zahlreiche Kommunen haben, die trotz weitaus schwierigerer Rahmenbedingungen es geschafft haben, ohne Kassenkredite auszukommen. Lassen Sie mich zwei Kommunen herausgreifen. Zum einen die seit 15 Jahren dauerhaft abundante Stadt Neu-Isenburg, die zum Stichtag Ende 2016 10 Millionen Kassenkredite und zum Stichtag 30.06.2018 wahrscheinlich noch 6 Millionen € haben wird. Das ist für eine Kommune dieser Größenordnung mit der Steuerkraft kein Problem. Das kriegen die hin. Gleichwohl haben sie Kassenkredite aufgebaut. Und auf der anderen Seite die von mir im Hessischen Landtag bereits mehrfach zitierte Gemeinde Breitenbach am Herzberg, die letzten 15 Jahre immer unter den 10 Steuerschwächsten in ganz Hessen waren. Und die haben es geschafft, ohne einen einzigen Euro Kassenkredite aufzubauen. Diese ziemlich bunte Verteilung. Das war der Beifall für Breitenbach, nicht für mich. Diese ziemlich bunte Verteilung auf der Hessenkarte widerspricht auf der häufig hier im Hause vertretenen These, die finanziellen Probleme auf kommunaler Ebene seien im Wesentlichen auf höherer Ebene verursacht worden. Wenn dem so wäre, dann wäre die Landschaft in Hessen deutlich weniger bunt, sondern bestenfalls mit unterschiedlichen Grautönen ausgestattet, meine Damen und Herren. Wir können jetzt hier sicherlich noch endlos diskutieren über die Ursachen in der einen oder anderen Kommune. Aber, meine Damen und Herren, die Zeit haben wir nicht. Denn am Horizont der langfristigen Zinsentwicklung ist schon erkennbar, dass die extreme Niedrigzinsphase einem Ende zugeht. Das heißt, wenn wir die täglich fälligen Kassenkredite in langfristige Verbindlichkeiten mit berechenbaren Zinskonditionen umwandeln wollen, dann muss das jetzt geschehen und duldet keinen weiteren Aufschub. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn nicht jetzt, wann dann? Deshalb haben wir uns zu dem bisher bundesweit einmaligen Kraftakt entschlossen, die Kassenkredite aller Kommunen zum 01.07.2018 auf Null zu stellen mit der Hessenkasse. Dabei ist der Ehrgeiz bundesweit von einem hinteren Platz schlagartig auf einen vorderen Tabellenplatz zu wechseln, bestenfalls sekundär. Entscheidend ist der Gesichtspunkt, allen Kommunen gleichzeitig einen Neustart zu ermöglichen. Ein solcher Vorgang ist, das können Sie sich vorstellen, sehr aufwendig und muss gut koordiniert werden. Aus diesem Grunde habe ich mit Peter Beuth zusammen mit den 7 in der ganz Hessen verteilten Regionalkonferenzen vor Ort mit den Praktikern der kommunalen Familie diskutiert, über die Einzelheiten informiert, aber auch zahlreiche Fragen und Anregungen mitgenommen, die wir dann versuchen werden, auch nach Möglichkeit einzubauen in die konkrete gesetzgeberische Festlegung. Parallel führen derzeit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits zahlreiche Gespräche mit Vertretern der Kommunen, die voraussichtlich am Entschuldungsprogramm teilnehmen werden. 200 Gesprächstermine sind bereits vereinbart bis weit in den Januar. Zu prüfen ist jeweils, in welcher Höhe Kassenkredite zur Liquiditätssicherung erforderlich sind und zum 1. Juli abgelöst werden können. Daher sind die Sachverhalte von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich und eine Abarbeitung nach Schema F wenig zielführend. In gewohnter Manier setzen wir daher auf den unmittelbaren Kontakt und den Dialog zu den Kommunen, um mit allen eine faire und für sie optimale Lösung zu finden. Meine Damen und Herren, mit der Hessenkasse greifen wir in erster Linie den Kommunen unter die Arme, die eine hohe Kassenkreditverschuldung aufweisen. Nicht wenige Kommunen, ich sprach davon, in Hessen kommen jedoch komplett ohne Kassenkredite aus. Dazu zählen unter anderem auch finanz- oder strukturschwache Kommunen, die es trotz knapper Ressourcen geschafft haben, Kassenkredite, wenn überhaupt, dann nur zur unterjährigen Liquiditätssicherung einzusetzen. Diesen Kommunen möchten wir mit einem Investitionsprogramm belohnen. Dazu legt die Landesregierung zusätzlich zum Entschuldungsprogramm ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von mindestens 510 Millionen € auf. Ausgeschlossen aus diesem Programm bleiben lediglich die in den letzten 15 Jahren mindestens 11-mal abundante Kommunen und Kommunen, die weder finanz- noch strukturschwach sind. Bewusst sind die Kriterien so gesetzt, dass möglichst viele Kommunen vom Investitionsprogramm profitieren können. Zudem wird es für Kommunen, die an einem Investitionsprogramm teilnehmen, einen Mindestbetrag
von 750.000 € geben, um insbesondere kleinen Kommunen deutlich davon profitieren zu lassen. Um rund 10 Millionen €, das ist der Kostenpunkt dafür, haben wir deshalb das Programmvolumen erhöht. Welche Kommunen im Entschuldungsprogramm und welche im Investitionsprogramm? Welche Kommunen im Entschuldungsprogramm und welche im Investitionsprogramm antragsberechtigt sein werden, lässt sich erst nach Abschluss der laufenden Gespräche sagen. Gewiss ist jedoch, dass über 90% der hessischen Kommunen von der Hessenkasse profitieren, meine Damen und Herren. Über 90% der hessischen Kommunen. Und natürlich gibt es auch ein Gegengeschäft. Auf der Grundlage eines veränderten kommunalen Haushaltsrechts werden die Aufsichtsbehörden dafür sorgen, dass die Kassenkredite in Hessen wieder das sind, für das, was sie einmal gedacht waren. Instrumente zur Liquiditätssicherung der Kommunen und keine dauerhaften Finanzierungsinstrumente. Das wird selbstverständlich in allen hessischen Kommunen gelten, ob sie nun an der Hessenkasse teilnehmen oder nicht. An dieser Stelle noch eine weitere gute Nachricht. Wir werden zudem zulassen, dass sogenannte Altfehlbeträge noch einmal mit dem Eigenkapital verrechnet werden können. Das klingt sehr technisch, hat aber weitgehend praktische Auswirkungen. In vielen Kommunen entfällt damit die Verpflichtung von Haushaltssicherungskonzepten. Ich komme zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident. Ich habe Ihre Anmerkung erahnt. Die bisherigen Gespräche zur Hessenkasse ebenso wie die Rückmeldung aus den Regionalkonferenzen stimmen mich sehr zuversichtlich, dass wir mit der Hessenkasse auf einem extrem guten Weg sind, dass wir für viele Kommunen eine neue Perspektive öffnen können, mit angemessenen Mitteln zu guten Zukunftsaussichten zu kommen. Vier gewichtige Maßnahmen hat die Landesregierung in den letzten Jahren angepackt, die die Kommunalfinanzierung nachhaltig gestärkt haben. Vier gewichtige Maßnahmen, die Hessen voranbringen. Vier gewichtige Maßnahmen, die jede für sich in Deutschland ihresgleichen suchen, aber zusammengenommen zweifellos bundesweit einmalig und beispielgebend sind. Vier gewinnt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war die Regierungserklärung. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abg. Norbert Schmidt für die SPD-Fraktion. Ich habe nicht verstanden. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was für eine wegweisende, bedeutende Rede, die heute so viel Neues gebracht hat, meine Damen und Herren. Einfach sensationell, Herr Minister, einfach sensationell. 20 Minuten lang haben wir, ich weiß nicht, den achten Aufguss einer ziemlich trüben Brühe zelebriert bekommen, aber natürlich mit viel Weihrauch, wie es bei der Landesregierung ja üblich ist, mit viel Weihrauch geschwängert. Welche neue Botschaften? Welche neuen Argumente wurden denn eigentlich jetzt hier vorgebracht? Ist das eine Regierungserklärung wert, was der Minister hier vorgebracht hat? Wenn man ehrlich ist, das war doch so spannend wie die 2551. Folge von Rote Rosen oder die 2882. Folge von Sturm der Liebe zusammen. Beide Folgen können Sie morgen dann sehen. Die Bezifferung stimmt auf jeden Fall. Diese langweiligen Vorleseminuten sollten künftig in Regierungsverklärung umbenannt werden. Und genau das ist es, genau das ist der Sinn. Die mangelhafte Arbeit von Schwarz-Grün gegenüber den Kommunen in Hessen soll verklärt werden. Die wirkliche Lage sieht doch ganz anders aus. Diese Verklärung der Landesregierung hat mit der tatsächlichen Lage gar nichts zu tun. Und nicht, dass Sie wieder dann zwischenrufen, ja, das sieht die SPD so. Ernst & Young hat in ihrer Kommunalstudie Ende 2015 die Situation der hessischen Kommunen wie folgt zusammengefasst. Finanzlage desolat, keine Verbesserung in Sicht, massives Drehen an der Gebührenschraube. Meine Damen und Herren, das ist der objektive Befund.
Und die Bertelsmann Stiftung hat vor wenigen Wochen in ihrem kommunalen Finanzreport 2017 festgestellt, dass Hessen zu den bundesdeutschen Krisenregionen der Kommunalfinanzen gehört. Das ist nicht die Auffassung der SPD, sondern das sind zwei Träger, die sich sehr intensiv in den letzten Jahren mit den Kommunalfinanzen auseinandergesetzt hat und vor allem den Bundesvergleich vorgenommen hat. Meine Damen und Herren, Tatsache ist und bleibt, und da hilft Verklärung nicht, seit der Regierungsübernahme der CDU im Jahre 2000 hat sich die kommunale Situation der hessischen Kommunen massiv verschlechtert. Vor 2000 gehörten die hessischen Kommunen zu denjenigen in Deutschland, die die drittgeringsten Defizite pro Kopf hatten. Drittgeringsten Defizite pro Kopf vor 2000. Und mit der Regierungsübernahme von der CDU verschlechterte sich faktisch von Jahr zu Jahr die Situation. Mittlerweile haben die hessischen Kommunen die dritthöchsten Defizite in Deutschland. Die hessischen Kommunen wurden unter diesem Trainer oder Manager und unter diesem Trainer, das können Sie sich aufteilen, von Spitzenreiter zu Absteigern gemacht, meine Damen und Herren. In der Bundesliga wären sie schon längst entlassen worden für diese Leistung. Diese in Deutschland besondere Entwicklung, natürlich auch in anderen Bundesländern, hat sich nach 2009 die finanzielle Lage verschlechtert. Völlig klar. Aber in Hessen setzt sie viel früher ein, meine Damen und Herren. Hat viel früher eingesetzt, etwa mit dem Jahr 2000, 2001. Und vor allem, sie ist viel stärker nach unten gegangen. Die Ausschläge und die Auswirkungen waren viel, viel größer als in anderen Bundesländern. Die hessischen Kommunen, jetzt zitiere ich auch wieder nicht die SPD, sondern den Hessischen Städtetag, die hessischen Kommunen stecken im bundesweiten Vergleich tief im Schuldental. Der Städtetag spricht vom Hochschuldenland Hessen bei den Kommunen. Das sind die objektiven Befunde, meine Damen und Herren. Und der Städtetag hat vorgerechnet, dass Hessens Kommunen in den letzten sechs Jahren einen deutlich stärkeren Schuldenzuwachs als die Kommunen anderer Flächenländer haben. Und daran hat der sogenannte Schutzschirm nichts bewirkt, meine Damen und Herren. Andere Länder haben mittlerweile die Schulden abgebaut. In vier Ländern haben die Kommunen gegenüber 2011 sogar Schulden abgebaut, nämlich Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen und Bayern. Wie gesagt, mit die schlechteste Entwicklung aber in Hessen. Ja, meine Damen und Herren, die hessische Fehlentwicklung ist in der Tat bundesweit beispielslos. Und Sie schildern ja immer, Herr Minister, wie toll alles so sei. HNA vom 11.11. Haushalte wurden nicht genehmigt. Morschen kann nur Pflichtaufgaben finanzieren. Überschrift. Morschen. Die Gemeinde Morschen ist zum jetzigen Zeitpunkt pleite und nahezu handlungsunfähig. Und im Innentext heißt es dann, ein düsteres Bild zeichnete Bürgermeister Ingo Böhm von der finanziellen Situation der Gemeinde Morschen. Er wolle Parlament und Zuhörern reinen Wein einschenken. Meine Damen und Herren, das sollte die Landesregierung endlich auch mal. Wir können nichts investieren, sagt Böhm. Lediglich kommunale Pflichtaufgaben wie etwa Abwasserbeseitigung und die Feuerwehr könnten erledigt werden. Und jetzt kommt's. Um die Forderungen des Landes für 2018 zu erfüllen, müsste z. B. die Grundsteuer um 630 Prozentpunkte auf 1210 Prozentpunkte erhöht werden, meine Damen und Herren. Herr Minister, ich muss wirklich so hart sagen, hören Sie auf, die Situation der hessischen Kommunen gut zu reden. Die Situation wie in Morschen gibt es auch an anderer Stelle. Das ist die wahre Situation. Gehen Sie mal wirklich ins Land und reden mal mit dem Bürgermeister an dieser Stelle. Ja. Der Minister hat die Überschrift für seine Regierung gewählt, Vier gewinnt. Vier gewinnt ist ein Strategiespiel auch für Kinder ab sechs Jahren. Das können Sie nachlesen. Ich gehe mal davon aus, es liegt deswegen keine Überforderung der Landesregierung vor, wenn sie dieses Spiel auswählt und sich ausgesucht hat. Aber wollen wir uns doch einmal anschauen, da die vier Punkte, ob sie wirklich vier Steine übereinander bekommen. Und da fängt doch schon das erste Problem bei dem ersten Stein ein, nämlich Ihr kommunaler Schutzschirm. Meine Damen und Herren, mit dem kommunalen Schutzschirm fangen Sie ja nicht einmal die Defizite auf, die zwischen 2010 und 2015 entstanden sind.
nämlich 7 Milliarden €. In dieser Zeit, also in Ihrer Regierungszeit, 7 Milliarden € an Defiziten bei den Kommunen aufgebaut und 2,8 werden mit dem Schutzschirm abgebaut. Und wissen Sie, wie das auch noch finanziert wird? Das wissen wir alle. Kollege Warnecke hat eine Anfrage gestellt, im Zug von 345 Millionen € pro Jahr. Alleine in den Jahren 2011 bis 2015 wurden alleine schon 2 Milliarden € dieses 2,8 Milliarden € teuren Schutzschirmes von den Kommunen selbst finanziert. Meine Damen und Herren, Ihr erster Stein ist ziemlich brüchig. Und vor allem, er ist geklaut. Meine Damen und Herren, es ist ein Stein, den Sie den Kommunen, vollständig geklaut haben und entrissen haben, den Sie jetzt in Ihre Reihe stecken wollen. Und er ging einher, das wissen Sie alle, mit erheblichen Leistungseinschränkungen für die Bürger. Und er ging einher mit erheblichen Gebührensteigerungen. Auch da können Sie wieder vergleichen. Alleine von 2010 bis 2016 wurden die Grundsteuern um 350 Millionen € erhöht und die Gebühreneinnahmen um 280 Millionen €. Am Ende muss der hessische Bürger 630 Millionen € pro Jahr mehr zahlen als noch 2011. Das hat etwas mit dem Schutzschirm zu tun und der kommunalen Auflagen. Ja, meine Damen und Herren, das ist in der Tat bundesweit beispielslos. Ich komme zu dem zweiten Stein. Da spricht der Minister von einem Steinchen. Ich weiß auch, warum er diese Verniedlichung wählt. Da geht es nämlich um die Investitionen und die Investitionshilfen des Landes. Meine Damen und Herren, seit 2010 wurden die Investitionen der Kommunen in Hessen radikal gekürzt. Aber nicht, weil die Kommunen daran Spaß hatten, sondern weil sie kein Geld hatten, weil sie es tun mussten. Sie fielen von 2,23 Milliarden € 2010 um rund ein Drittel auf 1,47 Milliarden €, also um 760 Millionen € zurück. 760 Millionen € weniger Investitionen in einem Vergleich von 6 Jahren. Und meine Damen und Herren, Sie können KIP 1 machen, Sie können KIP 2 machen, kommunales Investitionsprogramm. Sie können KIP 3 machen, Sie können sogar KIP 4 machen. Es ändert nichts daran, dass die Kommunen dauerhaft in die Lage versetzt werden müssen, ihre Investitionen zu finanzieren. Das ist der entscheidende Punkt. Die haben ja Personal abgebaut. Weil was sollten Sie Personal vorhalten für Planung und auch für Baukontrolle, wenn Sie gar nicht mehr investieren konnten? Die Leute, ähnlich übrigens wie bei Hessen Mobil, die Situation gibt es ja auch in Hessen, bei der Landesebene bei Hessen Mobil auch, die haben die Leute abgebaut. Und deswegen geht momentan mit den Investitionen, selbst wenn Geld da ist, geht es überhaupt nicht voran. Und es geht auch mittlerweile in die Preise. Und deswegen brauchen wir eine Verstetigung der kommunalen Investitionen. Das ist die entscheidende Frage. Zudem stecken natürlich auch ungeheure viele Bundesmittel, die auch übrigens sinnvoller angelegt sind, weil es Direktzuschüsse sind und nicht nur Zinshilfen in diesen Programmen drin. Auch damit können Sie sich nicht rühmen. Da nehmen Sie viel Geld von der Bundesebene mit. Auch da schmücken Sie sich einmal mehr mit fremden Federn. Ich komme zum dritten Stein, nämlich den neuen, Ihr dritter Stein, nämlich den neuen kommunalen Finanzausgleich. Und eine nüchterne Feststellung. Dieser neue kommunale Finanzausgleich hat die Situation der hessischen Kommunen ja nicht verbessert. Das war auch nicht schlecht. Aber mittelfristig, das war der Versprecher, mittelfristig wird der kommunale Finanzausgleich die Situation der hessischen Kommunen verschlechtern im Vergleich zu dem, was sie zuvor gehabt haben. Sie kaschieren das mit Rechenmodellen, das ist klar. Aber entscheidend ist doch, dass Sie die Pflichtaufgaben der hessischen Kommunen um 1 Milliarde € reduzieren mit Ihren Rechenmodellen. 1 Milliarde werden gestrichen, wird gesagt, die Ende kennen wir nicht an. Und das kommt dann dazu, dass die hessischen Kommunen 91% ihrer Pflichtaufgaben ersetzt bekommen. Und weil man gemerkt hat, dann kommen die aber in arge Nöte, hat man dann bei den freiwilligen Leistungen gesagt, okay, da kennen wir 88% an. Damit wird ja klar, das ist ja eine Unwucht, das kann ja nicht stimmen. Das werden wir korrigieren, wenn wir regieren, meine Damen und Herren. Wir werden dafür sorgen, dass die Pflichtaufgaben im vollen Umfang finanziert werden. Das ist wichtig, ja, genau. Und da müssen wir auch die Unwucht, die zwischen den Pflichtaufgaben und den freiwilligen Leistungen bestehen, müssen wir das korrigieren. Und meine Damen und Herren,
Es ist ja sehr, fast nicht überraschend. Ich komme zu dem vierten Stein, zur Hessenkasse. Meine Damen und Herren, haben Sie festgestellt, dass der Minister ein Wort nur gesagt hat, wie er diese Hessenkasse finanzieren will? In einer Regierungserklärung zu den Kommunalfinanzen, wo die Hessenkasse als der entscheidende Punkt dargestellt wird, gibt es nicht einen Satz zur Finanzierung dieses Modells. Meine Herr Minister, das ist wirklich skandalös. Und dafür sollten Sie sich als Finanzminister wirklich schämen. Das ist ein Hammer. Das ist wirklich ein Hammer. Kein Cent über die Finanzierung gesagt. Ich weiß auch warum. Hören Sie. Es könnte sein, dass ich mich mit Ihnen auseinandersetze. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. Meine Damen und Herren, um 20 Minuten lang Altes zu wiederholen, es liegt mir fast auf der Zunge zu sagen, die eierlegende Wollmilchsau hat wieder gekäut. Hätten Sie einmal darstellen sollen, wie die Finanzierung aussieht, und vor allem hätten Sie endlich einmal Zeit gewinnen können, um einen Regierungsentwurf vorzulegen, meine Damen und Herren. Da warten wir auch schon. Seit dem Sommer ist die Sache angekündigt, und bis heute liegt noch kein Regierungsentwurf zur Hessenkasse vor. Das ist schlechtes Handling, meine Damen und Herren. Das sind Managementfehler. Das geht mit Ihnen nach Hause, Herr Minister. Ich habe schon dargestellt, 2010 bis 2015, 7 Milliarden € haben Sie den Kommunen auferlegt, dass sie die Defizite hochtreiben mussten, dass Schulden entstanden sind, die meisten sozusagen dann mit Kassenkrediten finanziert wurden. Und deswegen, und da können Sie sich noch so gegen wehren, weil das sind objektive Befunde, es gibt überhaupt gar keine Entwicklung in einem anderen Bundesland. Diese Defizite auf der kommunalen Seite hat einzig und allein die Landesregierung verursacht, und sie ist der einzige Verursacher an dieser Stelle. Deswegen wäre es und ist es angemessen, dass die Landesregierung, die diesen Schaden verursacht hat, ihn auch wieder gut macht und den eingetretenen Schaden ersetzt. Das kennen wir aus dem Zivilrecht, das sind Haftungsmodelle, können wir auch aus anderen Punkten. Ja, das gehört dazu. Meine Damen und Herren, und es ist sicherlich auch richtig, dass die Kassenkredite, weil da steckt ein hohes Zinsrisiko, dass diese Kassenkredite, die in dieser Zeit entstanden sind und die jetzt zwischen 5 und 6 Milliarden €, es wird ja noch gekämpft, was da alles anerkannt wird, abgelöst wird. Man könnte sagen, der Dieb bringt jetzt das Geklaute wieder zurück, könnte man sagen. Ja, ja, aber meine Damen und Herren, er räumt gleichzeitig die Wohnung wieder aus. Denn 80%, meine Damen und Herren, 80% der Hessenkasse werden über die Kommunen finanziert. 80%, meine Damen und Herren. Wer hat die Schulden gemacht? Ich will es Ihnen noch einmal erklären, Herr Bauer. Ich meine, also noch einmal, Sie haben den Bundesvergleich. Ich fange noch einmal an von vorne. Wer hat die Schulden gemacht? Bis zum Jahr 2000 waren die hessischen Kommunen diejenigen, denen es im Bundesdeutschland am besten ging. Dann haben Sie 2000 die Regierung übernommen, und seit dem Zeit geht es mit den hessischen Kommunen bergab, und sie sind mittlerweile diejenigen, die am höchsten verschuldet sind. Meine Damen und Herren, liegt ein Gesamtversagen der hessischen Kommunen vor? Sind die zu blöd? Sind die Bürgermeister aller Couleur in Hessen zu blöd? Oder hat es einen struktureller Grund? Es hat einen struktureller Grund, meine Damen und Herren. Das ist, dass sie nicht angemessen finanziert wird. Und das hat etwas damit zu tun, wie Prof. Juncker und Heinrich festgestellt hat, Hessen hat die geringste direkte Finanzierung der Kommunen im bundesweiten Vergleich und, meine Damen und Herren, die höchsten kommunalen Aufgaben. Der Kommunalisierungsgrad von Aufgaben ist in Hessen am höchsten. Für Kommunalpolitiker eigentlich eine schöne Situation, denn sie können viel gestalten und viel machen. Nur der Nachteil ist, wenn das Geld dafür nicht finanziert wird, wenn das Land sich einen Schlangenfuß macht, kommt genau die Situation heraus, die wir gehabt haben, nämlich dass die hessischen Kommunen zurückfallen und zu den Verschuldeten gehören, meine Damen und Herren. Und deswegen, ist es völlig unangemessen, dass die hessischen Kommunen zu 80% den eingetretenen Schaden, den von der Landesregierung verursachten Schaden finanzieren müssen. Die Hessenkasse soll jährlich 300 Millionen € kosten. Und dann schauen wir uns doch einmal an, wie das finanziert wird. Es wird finanziert durch 100 Millionen € durch den Eigenbetrag der begünstigten Kommunen, die berühmten 25 € pro Einwohner. 59 Millionen €
sollen durch Bundesmittel, die eigentlich gedacht waren, Stichwort Bundesteilhabegesetz, die eigentlich gedacht waren, dass die Kommunen damit Mehraufgaben, die durch das Bundesteilhabegesetz, durch die Inklusion eingetreten, abfinanzieren. Ich gebe zu, es gab keine Zweckbindung dieser 5. Milliarde. Die 5. Milliarde war nicht zweckgebunden. Aber können Sie das wirklich auch verantworten und vertreten, dass Sie sagen, diese 5. Milliarde geht nicht dazu, um Menschen, die behindert sind, die Inklusion brauchen, dass Mittel, die die Kommunen aufwenden müssen, unstreitig mehr aufwenden müssen, dass diese Mittel ungeschmälert den Kommunen zur Verfügung stehen, meine Damen und Herren? 60 Millionen € müssen die hessischen Kommunen dafür beitragen, dass eigentlich die Gewerbesteuerumlage um 4,5 % sinken sollte, weil der Fonds Deutsche Einheit finanziert ist durch die Kommunen. Eigentlich wären dann 4,5 % frei der Gewerbesteuerumlage. Was macht die Landesregierung? Die Landesregierung lässt das einfach weiterlaufen, die 4,5 %. Und das kommt dann nicht mehr in den Fonds Deutsche Einheit, sondern in den Fonds Landesregierung. Mit diesen 60 Millionen, die gerade zusammenkommen, wird auch ein Anteil dieser Hessenkasse finanziert. 20 Millionen € kommen aus dem Landesausgleichsstock. Man kann es zusammenrechnen. 240 Millionen € sind also kommunale Mittel, die von den 300 Millionen €, die die Hessenkasse jährlich mit 300 Millionen jährlich zu finanzieren ist, kommen damit von den Kommunen. Die Kommunen finanzieren einmal mehr die Hessenkasse wieder selbst. Es ist ein Entschuldungsprogramm, das vor allem die Kommunen selbst zu tragen haben, meine Damen und Herren. Deswegen sage ich, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wenn die Landesregierung ankündigt, dass sie Gutes für die Kommunen tut, sollten die Bürgermeister sofort an die Gefäßtasse greifen und sofort ihren Geldbeutel festhalten. Und die Bürgermeisterinnen sollten ihr Täschchen, wenn da der Geldbeutel drin ist, sofort unter den Arm klemmen und richtig festhalten, weil da sind Trickbetrüger unterwegs, meine Damen und Herren. Und deswegen kann ich nur sagen, trauen Sie dieser Landesregierung nicht, wenn sie Wohltaten ankündigt. Ich will noch mal, weil es wird ja auch Kommunen geben, die von der Landesregierung als finanzstark, vielleicht sogar reich identifiziert würden. Eine Kommune ist die Kommune Mannhausen. Die Frankfurter Rundschau hat dankenswerterweise einmal über eine Kommune berichtet, die zu den 36 Kommunen gehört, denen es angeblich in Hessen so gut geht. Da ist die Überschrift „Wir und Reich“. Das ist ein Irrtum. Da wird zitiert: „Die Bürgermeisterin fühlt sich betrogen oder zumindest ungerecht behandelt. Wir reich, das muss wohl ein Irrtum sein“, wird in dem Fall der SPD-Fraktionsvorsitzende zitiert. Aber dann fährt der Journalist mit denen durch die Stadt. Und dann zum Beispiel von Zellhausen nach Mainflingen wird an jeder zweiten Ecke angehalten und überall sind Risse zu sehen im Asphalt. Noch zwei Winter wird gesagt bei starkem Frost und die Straßen sind komplett kaputt. Die Stadt hat verkauft Kinderspielplätze. Die Stadt hat verkauft einen Teil ihres Gemeindewaldes. Die Stadt hat ihre Bürgersteige sind in einem unerträglichen Zustand, und die Stadt hat die Grundsteuerhebesätze erhöht. Das sind die reichen Kommunen in Hessen. Deswegen, meine Damen und Herren, zur Verklärung der Lage ist wirklich überhaupt kein geeigneter Moment. Das ist falsch. Und mit fremdem Geld, meine Damen und Herren, lassen Sie sich weich Wohltaten verkünden. Und das ist nicht gut, meine Damen und Herren. Thank you.